The Isle hat mit Version 01525 ein recht kleines Update bekommen mit recht großen Auswirkungen, wenn man das mal so sagen kann. Es ist echt nicht viel drin, aber der Alu macht jetzt 400 Schaden, der Kano macht 250 Schaden. Und jetzt aufgepasst, der Dilo hat einfach mal von 15 auf 200 Schaden gewechselt. Was zur Hölle geht den Entwicklern bitte im Kopf vor? Das ist Wahnsinn. Dann haben sie auf jeden Fall noch den Pachi gefixt. Der Pachi verbraucht jetzt mehr Ausdauer, sowohl beim Springen. Der konnte ja vorher gefühlt endlos umherspringen. Als auch beim Rennen. Und wenn man vom Pachi erwachsen wird, zur erwachsenen Lebenszeit hinauswächst, dann startet man nicht mehr mit 0 Schaden. Ich weiß nicht, ob das schon bemerkt wurde, aber man hat immer als Erwachsener mit 0 Schaden gestartet. Das war sehr seltsam. Aber zum Glück haben sie das jetzt endlich mal gefixt. Ansonsten gab es noch kleinere Bugfixes, wie zum Beispiel Animation natürlich mal wieder. Die Animation beim Teenie-Giga zum Beispiel beim Essen hatte wohl nicht so funktioniert. Oder wurde wohl nicht angezeigt. Und dann noch eine Sache mit dem Sturm. Es gibt ja das Wetterverhältnis Sturm. Und da ist ja dieser weiße Nebel mit bei. Der hat einfach nicht aufgehört, obwohl der Regen schon vorbei war. Das wurde jetzt allerdings auch gefixt. Jetzt sieht es nicht mehr aus, als würde der Nebel die Welt übernehmen wollen. Eine ganz fette Erneuerung, die ich ein bisschen fragwürdig finde, ist folgendes. Man kann jetzt, wenn man auf der Substage ist, Giga, Rex und Tri nesten. Ja, man kann nesten. Teenager können jetzt Kinder bekommen. Ist doch toll, oder? So wünscht man sich doch. Ja, und das war auch schon größtenteils in diesem Update drin. Wie gesagt, ziemlich winzig. Ich glaube, es waren auch nur 17 MB oder sowas. Auf jeden Fall unter 100. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Update-Video.